Barrett. Wir heißen dich in Darrach willkommen. Viel Zeit ist vergangen. Hab Dank für dieses Treffen, Herr. Ich hoffe, unsere Gabe kam wohlbehalten an. Fremdländische Gewürze, von denen ich keines kannte. Ich bin beeindruckt. Nur ein Vorgeschmack darauf, wie es sein wird, wenn Düflin erst der Grundpfeiler von Irlands Handel ist. Auf langes Leben und gute Herrschaft, mein König. Solche Lehnstreue. Du ehrst mich. Du bist dann wohl Eivor. Für deine selbstlosen Taten im Vorspiel meiner Krönung hast du meinen Dank. König? Es scheint, meine Feinde konnten den Beginn meiner Herrschaft nicht abwarten, um sie zu beenden. Eine alte Geschichte zwischen nördlichen und südlichen Inel befürchte ich, deren Ende ich jedoch schreiben werde. Planst du einen Krieg? Ein Hochkönig sollte seine Lande im Griff haben. Und das werde ich. Wenn es dafür eines blutigen Krieges bedarf, muss ich bereit sein. Düflins Handel hat viel zu bieten und die Stadt hat viele tapfere Recken wie Eivor, die bereit sind, an deiner Seite zu kämpfen. Ich weiß deinen Wunsch zu schätzen, die Bande zwischen Mide und Düflin zu stärken. Und so sehr ich auch Unterstützung benötige, so scheint es doch, dass du von deinem eigenen Volk untergraben wirst. Wovon sprichst du? Während der Krönung wurde ein Kloster in Düflin geplündert und ein christlicher Text entwendet. Das Buch von Kennenes. Es waren Dänen aus Düflin. Dein Eingreifen wäre von großer Hilfe, so viel ist klar. Doch diese Launen werden mir eher schaden, denn helfen. Dieses Buch ist also von Wichtigkeit. Es wurde vor etwa 80 Jahren von Mönchen des Klosters auf der Insel Ich geschrieben. Nach der ersten Ankunft der Dänen an unserer Küste. Es sollte den christlichen Glauben in unsicheren Zeiten bewahren. Heute ist es ein Zeichen dieser Beharrlichkeit. Wenn ich das Buch zurückbringe und die Schuldigen zur Rechenschaft ziehe, wäre Barrett an deinem Hof willkommen? Es würde helfen. Weißt du, wo diese Dänen sind? In einem Moor in Inchrow, gleich nördlich von hier. Eivor, dies liegt in meiner Verantwortung. Bleib hier, ich kümmere mich darum. Das Moor von Inchrow. Und dort sind die Diebe des Buchs von Kennenes. Vielleicht finde ich es in ihrer Beute.
Sieh mal nach, Sühnen. Das bestätigt Flans Kunde. Das Buch sollte hier irgendwo sein. Flieg, Freundin. Nicht das, was ich suche.
Überblicke das Land, Freundin. Ich dachte, wir hätten dich fortgeschickt, Thorstein. Ah, fortgeschickt aus Düflin. Berichtige mich, wenn ich mich irre, aber das hier ist nicht Düflin. Du hast also nicht verstanden, dass du dich nicht mehr blicken lassen sollst. Ah, also komm. Wie sollte ich wissen, dass du dich hierhin verläufst? Was machst du denn hier? Ich suche nach einem Buch, das du gestohlen hast. Ihr wart kürzlich in einem Kloster. Tatsächlich war ich in mehreren Klöstern. Meine neuen Freunde hier haben Ausdauer. Das Buch ist den Christen wichtig. Ich brauche es zurück. Den Christen? Siehst du? Doch ein Schoßhündchen der Iren. Ich hab es nicht. Bist du verärgert? Bitte sei nicht verärgert. Du bist verärgert, oder? Mir gehen langsam die Gründe aus, dich leben zu lassen. Ah, ich weiß, wo es ist. Brune Bonnie. Ein paar seltsame Gestalten boten mir diesen Schatz dafür an. Wer hätte da widerstehen können? Siehst du? Du verstehst das. Wir sind uns sehr ähnlich, du und ich. Ich könnte genauso gut dein Bruder sein. Ich bitte nicht töten. Dein Blut ist meines Stahls nicht würdig, Thorstein. Das sehe ich ganz genauso. Verschwinde! Ich meine es ernst. Ein drittes Zusammentreffen überlebst du nicht. Ich habe genug von Irland. Mir schmerzen die Füße von dem ganzen Getanze um all diese Könige. Alles nutzlos. Außer das hier. Ich nehme nur das. Und das.